Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Wir sind mit Haytham Kenway auf dem Schiff, die Providence, glaube ich, und gucken uns hier erstmal um. Was haben wir denn hier Schönes? Willst du mit mir reden? Einen Moment Zeit. Ah, noch ein London. Schön zu sehen, dass noch ein Mann mit Manieren an Bord ist. Rupert Martin, hocherfreut. Haytham Kenway. Angenehm. Anscheinend haben wir die Stadt zur rechten Zeit verlassen. Ja? Habt ihr etwa nicht von dem Mord im Opernhaus gehört? Nein. Was ist geschehen? Das wird zurzeit noch untersucht. Und ich schätze, das wird noch eine Weile in Anspruch nehmen. Kennt man schon das Motiv? Jedenfalls war es kein Raub. Also vielleicht ein Geschäft, das schiefgelaufen ist. Oder etwas Persönliches. Könnte sein etwas Schlüpfriges. Wer weiß. Aber ich bin froh, dass ich nicht dort bin. Die Stadt wird mit jedem Tag gefährlicher. Ist so. Moment mal. London, da spielt doch Assassin's Creed Syndicate. Hallo, du bist der Schiffsarzt, nehme ich an? Guten Morgen, Doktor. Euch ebenso. Eine Frage, wenn ich darf. Arbeitet ihr hier an Bord oder seid ihr nur ein Passagier? Etwas von beidem, schätze ich. Ich wurde von der Royal Navy beauftragt, die Seekrankheit zu untersuchen. Ich beobachte die Crew während der Überfahrt. Wir glauben, dass Seeleuten das offene Meer besser bekommt als dem Rest von uns. Ich möchte herausfinden, warum. Nun, ich hoffe, ihr habt Erfolg mit diesem Vorhaben. Ja, ich auch. Danke für die netten Worte. Vermutlich, wenn man sich dann mehr daran gewöhnt an das ganze Schaukeln und den ganzen Scheiß. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. So, was haben wir hier unten noch? Aber das Spiel sieht auch echt hübsch aus, muss ich sagen. Oh Gott, ich hasse Würfelspiele. Ich hasse es zu verlieren in Videospielen. Und im Allgemeinen. Ich hasse es zu verlieren. Fanoroma. Man nimmt an, dass Fanoroma aus Madagaskar stammt. Das wird auf einem Spielbrett mit... Okay, jetzt hier schlagen sie alle Scheine des Gegners. Ja, machen wir mal. Ja, komm. Spiel starten, ja, testen wir mal. Warte, was? Stein, wieso kann ich den nicht auswählen? Hä? What the fuck, was ist denn jetzt schon wieder? Ich bin jetzt schon verwirrt. Kurz anders hinsetzen und den Tisch halt kaputt prügeln. Hey, der cheatet doch! Was macht der denn? Ach so. Warte, was? Ich hab den gerade richtig auseinandergenommen, oder? Jetzt nimmt er mich auseinander. Hey, das geht doch nicht. Hey, das ist doch Cheating, was der macht. Was zur Hölle? Wieso kann er das einfach machen? Ja, okay. Töte mich halt komplett. Das Traurige ist, du hast mich jetzt wirklich. Wenn ich den nach da mache, dann habe ich das hier. Gut aufgepasst. Ja, what the fuck? Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Wenn sie nicht schlagen können, dürfen sie nach Hause bleiben.
Warte mal, wenn ich den hier hinmache. Was ist falsch oder richtig? Ich verstehe das ganze Spiel nicht ganz, muss ich gestehen. Hey, das ist gemein. Nein, ich will das nicht ich verdiene es einfach so. Aber wenn der jetzt nach hier vorne geht, dann nimmt er meinen Stein weg. Ich kann doch gar nichts mehr machen im Endeffekt, oder doch? Kann ich den nicht nach da machen? Wenn ich den jetzt nach da mache. Wenn ich B drücke, ich möchte meine Züge doch gar nicht verknüpfen, oder doch? Müsst ihr jetzt nicht echt nach hier vorne gehen? Das könnt ihr ruhig haben. Ich verstehe dieses Spiel absolut nicht. What the fuck, was mache ich denn hier? War das gut oder? Ich habe irgendwas getötet. Wieso durfte er denn das wegnehmen? Ich spiele dieses Spiel auch nie wieder, keine Angst. Wenn ich den nach da schiebe, kann ich dann seinen Stein wegnehmen? Nein, aber er kann meinen wegnehmen. Verloren. Dankeschön. Dreckspiel. Okay, gehen wir einfach in die Oberfläche. Ich hasse so viele Spiele. Ich bin da so schlecht drin. Ach, du willst dich prügeln, komm her. Achso, nee, ihr wollt nur mit mir reden. Captain. Mr. Kenway. Ich wollte mich bedanken, dass ich an Bord kommen durfte. Und für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, die ich euch bereite. Unannehmlichkeiten wäre noch untertrieben. Verzeiht, ich kann nicht folgen. Mein Schiff wurde 2 Tage im Hafen festgehalten, um auf euch zu warten. Ich habe deshalb mehrere Aufträge verloren. Davon wusste ich nichts. Natürlich nicht. Ihr Adligen seid alle gleich. Ich hätte mich jetzt eher für einen Piraten gehalten. Aber wenn ich einen Adliger bin, ist auch nicht schlecht. Und dann wird alles gut. Bist du dir sicher? Natürlich. Habe ich dich jemals belogen? Nein. Ich traue bloß den anderen nicht. Vertraue, mein Freund. Du wirst sehen. Seht an! Unser geschätzter Gast beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Wollt ihr euch prügeln? Zurück in euer Quartier. Das Oberdeck ist kein Ort für Landratten. Das dachte ich auch. Und doch seid ihr hier. Ihr seid ein wahrer Spaß, für was? Mal sehen, wie lustig ihr das findet. Das reicht wohl. Halt dich da raus! Hör dir das an, Hector. Glaubt, er kann hier so rumstolzieren und sich zum Burgherren erklären. Bitte, Jungs, lass das sein. Wenn der Captain uns sieht... Zur Hölle mit dem Captain. Und zur Hölle mit dir, Mills. Auf wessen Seite stehst du überhaupt? Mach den Hauptmann fertig! Moment mal, drücke B, um zu kontern. Achso, er muss mich angreifen, dann drücke ich B. What the fuck? Hat er gerade einen Dropkick gegeben? Nennt man das so? Ich habe keine Ahnung. Für die nächste Runde. Das wäre unklug. Wieso das? Glaubt ihr denn, ich hätte Angst? Nein. Etwa nicht. Los, Bruder! Händen! Bam! Gebt ihr auf? Niemals! Wie gefällt euch das jetzt? Yeah!
hat das zu bedeuten? Captain. Ich verlange eine Erklärung, Mr. Kenway. Diese Miete? Wir haben nur etwas Sport gemacht zum Zeitvertreib, Captain. Und warum vertreibt ihr eure Zeit nicht mit eurer gottverdammten Arbeit? Ich wusste nicht, dass ich euch fürs Herumfallen bezahle. Auf ein Wort bitte, Mr. Kenway. Ich möchte den Captain umbringen. Oh, fast vergessen. Da ist euer Messer. Ich hasse den Captain. Ein blaues Bursche für Verbündeten. Ich hatte nur Ärger, seit ihr an Bord gekommen seid. Eure Probleme haben nichts mit mir zu tun. Und womit sonst? Ihr seid ein Stümper, launisch und grausam. Und offenbar hat eure Mannschaft keinen Respekt vor euch. Ich will erstmal mit dir reden. Du siehst wichtiger aus. Hallo. Kann ich mit ihm reden. Dreckspiel. Oh Gott, das sieht so cool aus. Und da hinten ist eine Insel. Und da ist auch eine Insel. Oh Gott. Hallo. Seht, ich will nicht streiten. Eigentlich brauche ich Hilfe. Ja, das ist gut. Ich vermute, ein paar der Männer planen eine Meuterei. Wirklich? Welche Überraschung. Da ich keinem von ihnen trauen kann, muss ich mich wohl an euch wenden. Und warum sollte ich helfen? Wenn sie wirklich einen Betrug planen, bin ich eure einzige Hoffnung, Amerika lebend zu erreichen. Nun, wie sieht es aus? Wenn ihr die Wahrheit sagt, welche Wahl habe ich denn dann? Danke. Aber ich stelle klar, wagt ihr noch einmal mich zu bedrohen oder zu beleidigen, zögere ich nicht, euch selbst den Hals durchzuschneiden. Verstehen wir uns? Exzellent. Da extra erstmal. Na, darf ich jetzt mit dem Schiffsjungen reden oder mit dem Steuermann oder dem Typen da oben? Hallo. Hallo, Sir. Sieht es nach einer angenehmen Reise aus? Ist eine ruhige Jahreszeit. Stürme und raue See sind natürlich trotzdem denkbar. Aber keine Angst. Schlimmstenfalls wird es etwas unbequem. Ich sorge mich eher um Piraten und Freibeuter. Seid ihr ihnen schon mal begegnet? Ei, aber die Providence ist ein starkes Schiff und die Crew eingespielt. Das wird uns sicher schützen. Das hört sich gut an. Gehen wir wieder nach unten. Reden hier mit den anderen Leuten, oder? Wir spielen auf jeden Fall nicht die Würfelspiele nochmal. Denn daran bin ich schlecht, wie ich gemerkt habe. Ich dachte, ich habe den richtig auseinandergenommen, aber er hat mich richtig auseinandergenommen. Ich muss nur die Regel dazu durchlesen, wenn ich das irgendwann nochmal spielen will. Das war so eine unnötige Cutscene. Er hat sich nur diesen Scheiß angeguckt. Das sieht aus wie ein Schiff. Das ist 26 Tage später, also fast ein Monat. Wie lange dauert denn so eine Überreise eigentlich? Mr. Kenway. Captain. Was immer die Plane. Ich glaube, es wird langsam ernst. Dann gehe ich besser ans Werk. Sind wir jetzt eigentlich ein Assassiner? Er hat die Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet für solchen Luxus. Es ist Unrecht, dass er sich lahm und weint. Hallo. Sucht ihr wieder Streit? Ist es das? Geht weg. Kriegt der eigentlich jeden Tag dasselbe? Ich meine so, hier gibt es ja nicht so wirklich viel Auswahl, aber... Boston, Cambridge, Waterburg. Nette Anbleibung habt ihr Graves und Quill verpasst.
Vor einem Monat. Ei, Hohlköpfe, und zwar beide. Wo sind meine Manieren? Louis Mills, sehr angenehm. Haytham Kenway. Also, sollte ich auf der Hut sein? Ich glaube, die haben ihre Lektion gelernt. Sonst sind sie nicht so. Ehrlich, nur die letzten paar Überfahrten waren halt etwas rar. Ach. Der Captain spart an jeder Ecke. Reduzierte Rationen, geringe Heuer, immer gefährlichere Fracht. Das hat die Crew aufgebracht. Gibt es denn Grund zur Sorge? Nicht, wenn ich's verhindern kann. Aber der Captain muss überdenken, wie er seine Männer behandelt. Und dann haben wir hier nochmal... Tanzen die einfach? Ich habe euch nichts zu sagen. Danke, Ubisoft. Ich meine, ich judge nicht, da können gerne zwei Männer tanzen, aber ist das... Ich weiß nicht. Damals war es, glaube ich, noch nicht so cool wie heutzutage. Hier da. Ich habe ein paar Fragen. Freut mich. Habe aber keine Zeit zum Schwätzen. Vermutlich habe ich euch eh nichts zu sagen. Ihr sucht Informationen? Geht zum Smoot hier oder zum Doktor. Die werden immer von allen zugequatscht. Kann ich dich trotzdem verprügeln? Gehen wir zum Smoot hier. Der Doktor war ja da hinten irgendwo. In ein paar Stunden wieder was. Ich hätte nur Schiffszwieback, falls ihr hungrig seid. Was ist Schiffszwieback? Eine Frage. Und welche? Hat sich einer der Männer vielleicht merkwürdig benommen? Oder etwas gesagt, was euch komisch vorgekommen ist? Die Jungs heulen wegen den Rationen, als könnte ich daran irgendetwas ändern. Sonst habe ich nicht viel gehört. Mein Rat? Geht doch zu James. Der hört immer gerne zu. Und wo kann ich ihn finden? Direkt hinter euch sozusagen. Er sitzt dort auf diesem Fass. Hallo. Seid ihr James? Hi. Kenway. Bist du schwarz? Hey, Kenway. Ich weiß, wer ihr seid. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Das dachte ich mir, aber nicht hier. Folgt mir. Okay. Was wollt ihr denn wissen? Habt ihr etwas Außergewöhnliches bemerkt seit unserer Abreise? Irgendwas, das Anlass zur Sorge gäbe? Einige der Männer haben sich nachts auf dem Oberdeck versammelt. Ich habe nur Bruchstücke aufgeschnappt. Ich weiß also nicht mit Sicherheit, was sie vorhaben. Aber mir schwärmt nichts Gutes. Meint ihr, sie planen eine Meuterei? Ich weiß nur, dass sie den Captain nicht mögen. Mills wollte sie beschwichtigen, aber er kann auch keine Wunder vollbringen. Danke für die Information. Ich möchte nur, dass wir die Kolonien lebend erreichen. Okay, danke für die Info. Nach Hinweisen suchen. Am Heck nach Hinweisen suchen. Hallo. Hier ist das Heck anscheinend. Guten Abend, Sir. Ist alles ruhig? Ruhig und still. Genauso wie ich es mag. Was führt euch hier rauf? Nur ein Spaziergang. Die Beine vertreten. Ja, nicht. Aber seid vorsichtig. Auf Deck ist es sehr gefährlich im Dunkeln. Was war das? Da wirft jemand Ladung über Bord. Aber warum? Oh oh. So. Hier müssen wir eine halbe Minute Zeit, dann gehen wir nochmal nach da unten. Mit dem können wir noch reden, oder? Oder ist der unten? Keine Ahnung. Ich glaube, der ist unten. Das könnte der Captain sein. What the fuck, was machst du denn hier? Ja, okay, dann beende ich jetzt hier den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Heute rennen, ciao.